Bevor das Video losgeht, möchte ich noch kurz was sagen, und zwar habe ich einen neuen Kanalbanner. Dieser Kanalbanner wurde nicht von mir selbst gemacht, sondern von Lea vom Kanal Hamster Egon. Sie hat mich einfach angeschrieben und gesagt, ey, hast du Bock auf einen Kanalbanner? Ich hätte hier was gemacht. Und ja, ich habe gesagt, warum nicht? Mein vorheriger Kanalbanner, das war einfach ein random Bild, das war kein Kanalbanner. Ja, dann hat sie noch den Kanalbanner etwas abgeändert, den sie mir gemacht hat. Und ja, den benutze ich jetzt. Schaut mal bei ihrem Kanal vorbei, sie macht auch YouTube, ist in der Videobeschreibung verlinkt, und dann let's go mit dem Video. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video geht es um eine Hamsterroutine. Ich hatte schon vor ungefähr einem Jahr eine Hamsterroutine hochgeladen. Ich möchte aber dieses Video jetzt nochmal machen, ich möchte es neu drehen, ich möchte es in bessere Qualität machen, denn an der eigentlichen Hamsterroutine hat sich nur ein bisschen was verändert, nicht zu viel, aber einfach, weil ich jetzt nochmal ein qualitativ besseres Video machen will, mache ich dieses Video nochmal, und das letzte Video ist ja schon etwas länger her. Es wäre sich irgendwie eine tägliche Routine oder eine wöchentliche Routine oder nur eine Putzroutine. In diesem Video geht es einfach um alles. Also wirklich alles, was ich so mehr oder weniger regelmäßig für meinen Hamster machen muss. Und das zeige ich euch. Also was mache ich täglich, was mache ich alle paar Tage, was mache ich wöchentlich. Ich habe es versucht, so ein bisschen in Kategorien aufzuteilen und innerhalb dieser Kategorien nach der Häufigkeit, wie oft ich es mache. Das hat so halb geklappt. Manchmal ist es etwas komisch, dann erzähle ich zuerst von etwas, was ich wöchentlich mache, und danach erzähle ich von etwas, was ich aber täglich mache. Also ich habe versucht, das so ein bisschen in eine Reihenfolge zu packen. Hat nicht ganz funktioniert, aber ja. Seht selbst. Viele der erwähnten Sachen mache ich einfach nach Bedarf. Also es ist nicht wirklich so, dass ich sage, das mache ich wirklich genau alle 3 Tage oder ich mache es genau jede Woche. Viele Sachen mache ich einfach, wenn es nötig ist. Aber ja, seht selbst. Als erstes möchte ich mit dem Thema Futter starten. Natürlich füttere ich täglich meinen Hamster. Ich versuche es meistens um 18 Uhr zu machen, vor dem Abendessen. Manchmal kriege ich das nicht hin, dann wird es halt auch etwas später. Aber ich versuche es eigentlich so am Abend auf jeden Fall zu machen. Also ja, was muss ich dann machen? Natürlich das Wasser wechseln im Wassernapf. Dann nehme ich natürlich den Wassernapf raus, und ich kann euch den Tipp geben, vielleicht passiert es euch auch, dass ihr immer das Wasser auskippt, wenn ihr das rumtransportiert. Ich mache so, ich lege immer einen Lappen unter den Wassernapf, damit ich das auf jeden Fall schön transportieren kann, damit nichts ausläuft. Und ja, dann geht es ins Bad, dort wird natürlich der Wassernapf ausgewaschen und dann natürlich wieder zurückgestellt. Kommen wir zum Frischfutter. Ich gebe täglich Frischfutter. Ich würde sagen, ich gebe eigentlich relativ viel Frischfutter. Vor allem auch, weil man dazu sagen muss, Wisty ist auf einer Diät. Und dort kriegt sie halt weniger Leckerlis, eigentlich gar keine Leckerlis, und auch nicht so viel vom Trockenfutter, deshalb möchte ich mir Frischfutter geben. Wie man sieht, heute gab es Zucchini und ein bisschen Sellerie. Es tut mir leid, dass das Bild etwas wackelt, zum Teil hatte ich keinen Ort, wo ich das Handy aufstellen konnte. Und es ist so, dass ich manchmal auch nach draußen gehe am Abend, in der Aufnahme ist es schon etwas dunkler, und dann sammle ich noch etwas im Garten. Also meistens ist das Löwenzahn, Gänseblümchen oder Spitzwegerich, das sammle ich dann im Garten. Und ja, wasche das dann ab, weil das Frischfutter besteht dann aus Gemüse und aus Sachen von der Wiese zum Teil. Natürlich gibt es auch jedes Mal noch restliches Futter, oder meistens zumindest, also Futter, Frischfutter, das Wisty in einem Tag nicht gefressen hat. Das entferne ich dann natürlich. Ich habe es in der Aufnahme jetzt, nachdem ich das neue Futter gebracht habe, entfernt. Meistens entferne ich es aber, bevor ich das neue Frischfutter gebe, aber die Reihenfolge kommt ja nicht so drauf an. Ebenfalls mache ich es auch so, dass ich einmal die Woche jeden Napf in die Spülmaschine tue und den ordentlich wasche, statt nur jeden Tag auszuwaschen. Dann folgt das restliche Futter, vor allem das Trockenfutter, manchmal auch dann noch so ein bisschen Kräuter oder so. Ich verstreue das Trockenfutter jeweils im Gehege. Man sollte sein Futter auf jeden Fall, also sein Trockenfutter, nicht in einem Napf anbieten, sondern im Gehege verstreuen, dass der Hamster was zu suchen hat. Ich mache es so, ich verstreue es nicht nur, manchmal vergrabe ich es auch, zum Beispiel ich habe so einen Maisgranulatbereich, dort vergrabe ich es gerne, oder ich vergrabe es auch nur im Streu. Im Maisgranulat ist es dann gut, der Hamster kann seine Krallen beim Buddeln abwetzen. Und ich vergrabe es manchmal auch im Streu, weil, naja, wie gesagt, Wisty macht eine Diät, sie ist bzw. war recht dick. Und ich habe gehofft, dass sie sich durch das Graben im Streu vielleicht etwas mehr sportlich betätigt. Ich kann nicht sagen, ob es wirklich was gebracht hat, ob es daran liegt, dass sie abgenommen hat oder einfach sonst an der Diät. Aber ich mache es auf jeden Fall. Ich vergrabe manchmal das Futter im Gehege. Ich mache so einen Mix aus Maisgranulat vergraben, im Streu vergraben und verstreuen. Dann habt ihr schon gesehen, ich habe noch weitere Futtersachen aus dem Schrank rausgeholt.
Manchmal gibt es dann auch noch ein paar getrocknete Sachen, zum Beispiel Kräuter oder Blüten. Also Blüten eher weniger, das frisst sie nicht so gerne, aber Kräuter. Entweder, je nachdem wie ich gerade Lust habe, entweder verstreue ich die auch im Gehege oder ich tue sie einfach so in einen kleinen Napf. Da in meinem Hauptfutter kein tierisches Eiweiß drin ist, kriegt Wisti alle 2 bis 3 Tage ein paar Stückchen Gammarus. Gammarus sind Bachflohkrebse und die haben viel Eiweiß drin. Die gebe ich ihr dann, je nachdem, ich verstreue sie entweder im Gehege oder ich versuche sie ihr direkt aus der Hand zu geben. Also ja, ihr bemerkt, die ersten 3 Sachen, also das Wasser, das Frischfutter und das Trockenfutter, also das Haupttrockenfutter, das gibt es täglich und eben dieses Gammarus und die Kräuter gibt es nicht immer. Eben alle 2 bis 3 Tage auf jeden Fall Gammarus und Kräuter einfach, wenn ich dann wieder Lust habe. Wie gesagt, ich versuche Wisti manchmal Gammarus aus der Hand zu geben. Ja, ich weiß nicht, ob ich es mache, um sie zahm zu kriegen. Ich glaube, viel zahmer wird sie nicht als jetzt. Seit längerer Zeit beißt sie mich wieder mega oft. Also sie ist kein zahmer Hamster. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, das gehört zur Routine, dass man den Hamster beobachtet und sich auch mit ihm beschäftigt. Ich nehme sie jetzt nicht wirklich raus. Wenn, dann beobachte ich sie. Finde ich, gehört nicht so wirklich zur Routine, weil es ist ja nicht so, dass ich irgendwann mir in den Kopf setze, okay, jetzt muss ich den Hamster beobachten, das ist wichtig. Das mache ich einfach mal, wenn ich sehe, sie ist wach, beobachte ich sie halt. Also, ja, das kann man jetzt zur Routine zählen. Es passiert einfach, dass ich den Hamster mal beobachte so. Dann lassen wir nun das Füttern beiseite und wir kommen zum Reinigen. Das mache ich wirklich immer nach Bedarf. Ich reinige auf jeden Fall nie das gesamte Hamstergehege, das bringt es nicht. Ich entferne nicht einfach plötzlich so einfach Streu irgendwie. Wenn ich Streu entferne, dann einfach, weil es vollgepinkelt oder sowas ist. Genau, wir starten auf jeden Fall mit dem Mehrkammhäuschen. Das ist eigentlich der Ort, den ich am öftesten reinige. Ich würde schon sagen, 2 bis 3 Tage. Dort ist einfach die Stelle, die Wisti am meisten benutzt, um reinzupinkeln. Man sieht dort, da ist so eine kleine Ecktoilette. In dieser Ecktoilette ist ein Streu drin. Es gibt Leute, die meisten machen eigentlich in eine Ecktoilette Sand rein. Ich finde es einfach nur Verschwendung vom Sand. Das Streu erfüllt den Nutzen genauso gut. Da fragt sich jetzt vielleicht jemand, ja, dann musst du das Streu aber nicht in eine Ecktoilette tun. Ich finde es aber praktisch, weil dann muss ich einfach die Ecktoilette rausnehmen und kann nur das Streu in der Ecktoilette wechseln. Da muss ich nicht irgendwie im ganzen Mehrkammhäuschen nach verpinkeltem Streu suchen. Wenn dann die Ecktoilette geleert ist vom Streu, dann schaue ich noch so ein bisschen im Mehrkammhäuschen rum. Wisti bunkert eigentlich nie was, aber ich schaue mal, vielleicht finde ich irgendwelche Köttel noch so in ihrem Nest drin. Köttel entferne ich zwar nur, wenn wirklich sehr viel da ist, weil Köttel auch für die Geruchsorientierung helfen. Also manchmal entferne ich Köttel, aber nicht alle. Da ich versuche in dieser Kategorie etwas nach Häufigkeit zu gehen, gehen wir jetzt über zum Reinigen des Sandbades. Das mache ich, würde ich sagen, am zweithäufigsten, einfach wenn es nötig ist. Ja, ich siebe einfach den Sand aus. Den Sand austauschen tue ich wirklich sehr, sehr, sehr selten. Das letzte Mal habe ich das, glaube ich, irgendwie vor einem halben Jahr oder so gemacht. Dann siebe ich einfach das aus. Manchmal ist da Streu drin oder so ein paar Körnerresten. Oder manchmal ist da auch so ein bisschen so verklumpter Sand drin, der vollgepinkelt wurde. Je nachdem, wie schlimm es verschmutzt ist, manchmal siebe ich nur den Bereich vor dem Sandbad aus. Manchmal mache ich es auch so, dass ich wirklich das Laufrohr auch rausnehme und wirklich den ganzen Sand ordentlich durchsiebe, je nachdem, wie sehr es nötig ist. Und dann kommt natürlich das Laufrohr auch wieder rein. Früher hatte ich noch ein Plastiklaufrad, das habe ich dann regelmäßig auch gereinigt. Jetzt bei dem Holzlaufrad ist es eher schwieriger, das Laufrad zu reinigen, deshalb lasse ich das einfach so, wie es ist. Und eine weitere Stelle, die ich reinigen muss, ist die Etage. Du bist ja so eine ganz große Etage in ihrem Gehege. Dort steht immer mal wieder was drauf und mit der Zeit wird es auch verschmutzt. Entweder gelangt irgendwie Streu auf die Etage oder Körnerresten. Die Etage wische ich dann einfach ab, mache das alles so ein bisschen schön und dann kommen auch die Gegenstände wieder da drauf. Man sieht ja, sind relativ viele Sachen drauf. Da ist auch so eine kleine Schieferplatte auf der Etage. Wirklich sehr, sehr, sehr selten. Das mache ich vielleicht wirklich 3-mal im Jahr oder so. Wasche ich noch diese Schieferplatte ab. Ja, ist nicht so nötig, aber warum nicht? Mit Wasser. Unter die Etage schaue ich auch sehr selten, weil bisher hat Wisti dort nie hingepinkelt oder so. Die Etage entferne ich dann. Manchmal schaue ich jedoch schon unter die Etage, vor allem wenn ich lange mich nicht mehr runtergeschaut habe. Es ist halt etwas mühsam, die Etage hochzunehmen, deshalb mache ich das wirklich nur sehr selten. Aber ich schaue dann unter die Etage und meistens ist da wirklich nicht hingepinkelt worden. Ich möchte aber natürlich schauen, wie sich das so entwickelt. Eine Zeit lang hatte Wisti da wirklich ein großes Nest. Jetzt hat sie da nicht mehr so ein riesiges Nest, aber ich möchte halt einfach immer mal wieder da runterschauen und
ja, sehen, ist da, hat sich da irgendwas verändert. Heute habe ich gesehen, dass sie da recht hingepinkelt hat. Ich habe also wirklich sehr, sehr viel hingepinkelt. Ich habe dann auch tatsächlich einen Handschuh genommen, um das zugepinkelte Streu rauszunehmen. Ich kann mir vorstellen, dass sie jetzt vielleicht eine neue Pinkelecke hat und öfters unter die Etage pinkelt. Wie gesagt, früher hat sie das eigentlich eher nicht gemacht. Ich denke wahrscheinlich, dass ich in Zukunft öfter unter die Etage schauen muss und schauen, ob da gepinkelt wurde. Dann gibt es noch ein letztes Element, was ich manchmal untersuche, ob da irgendwie reingepinkelt wurde. Und zwar hat sie so ein kleines Holzhäuschen, was mit Kapokwolle gefüllt ist. Dort schaue ich dann einfach mal rein. Wenn, dann kackt sie da rein. Wie gesagt, Köttel, wenn es nicht zu viele sind, lasse ich die oftmals einfach liegen. Wenn es dann recht nötig ist, dann nehme ich die halt weg. Deshalb ist es einfach so, ich schüttel diese Kapokwolle, die in diesem Häuschen ist, einmal ein bisschen durch und dann fallen eigentlich die Köttel und was da sonst noch so drin ist. Also da ist nichts Spannendes mit drin, sonst meistens sind Köttel und vielleicht ein bisschen Streu, fällt dann da raus. Also ja, so reinige ich dieses kleine Häuschen, mache ich aber eigentlich auch nur relativ selten. Dann kommen wir mal zur letzten Etappe, wenn man das so nennen kann. Und zwar geht es hier so ein bisschen um Gesundheit und das Ganze. Also es ist nämlich so, ich wiege Wisty relativ regelmäßig. Ich würde sagen, sicher einmal die Woche. Eine Zeit lang habe ich es auch wirklich sicher zweimal die Woche gemacht. Das hat dann auch wirklich, das ist etwas ausnahmsweise mal, was wirklich einen festen Zeitpunkt hat, in dem ich es mache. Also ich wiege sie recht häufig. Sicher einmal die Woche. Jetzt etwas weniger oft, aber früher war es halt dick. Ich wollte halt schauen, wie sich das so verändert, und als sie dann die Diät gemacht hat, wollte ich schauen, wie sie abnimmt. Und ja, momentan, also zum Zeitpunkt des Videos, war sie auf 53, so 52 bis 53 Gramm. Sie war auch schon mal unter 50 Gramm. Es kann sein, dass zu dem Zeitpunkt, an dem ich dieses Video hochlade, dass sie dann schon schwerer ist. Aber ja, genau. Wenn wir jetzt eben gerade bei Wiegen sind und so Gesundheit und so, ja, Gesundheitscheck. Weiß ich nicht, ob ich das dazu zählen kann, weil ich mache nicht so einen aktiven Gesundheitscheck außerhalb des Wiegen, dass ich sage, okay, jetzt schaue ich meinen Hamster wirklich an. Es ist so, ich beobachte, also wenn ich sie beobachte, wird mir auffallen, wenn irgendwas nicht stimmt. Aber also, deshalb ist so, ja, manchmal, eben wenn ich sie gerade beobachte, schaue ich halt ihr vielleicht kurz in die Augen, in die Nase oder so. Das mache ich jetzt eben nicht, das ist nicht so etwas, was ich wirklich so regelmäßig mache. Also, einfach gerade wenn ich so Zeit habe, bei ihr bin, dann sehe ich ja, wenn irgendwas gesundheitlich nicht gut ist. Und ja, außer manchmal lasse ich sie vielleicht so ein bisschen Männchen machen und lock sie mit einem Stück Futter so ein bisschen, dass sie so Männchen macht, damit ich ihr Bauch noch anschauen kann, ob irgendwie ein Duftdrüse verklebt ist oder so. Also ja, so Gesundheitscheck in Anführungsstrichen mache ich manchmal, wenn ich gerade sie so sehe, aber eben, das ist nicht so ein richtiger Gesundheitscheck, weil mir würde ihr was auffallen, wenn ich sie einfach normal beobachte. So, dann wäre es das von diesem Video. Ich bin immer etwas ausgeschwiffen. Ich hoffe aber, ich bin nicht zu weit. Ich habe nicht zu viel erzählt. Ich würde sagen, von der Länge ist das Video aber relativ okay geworden. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ist auf jeden Fall ein Schritt nach oben von der letzten Hamsterroutine. Hier ist es viel professioneller jetzt und mit Voiceover und allem. Ja, dann hoffe ich mal, es hat euch gefallen. Und ja, wie am Anfang schon erwähnt, ich habe neue Kanalbanner, schaut mal bei Hamster Egon vorbei. Und ja, das wäre es dann vom Video. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen, was zur Routine gehört. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.